Her mit dem Leistungsbonus, gern auch ohne Leistung. WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Hallo und herzlich willkommen, liebe Betriebsratsmitglieder. Mein Name ist Niklas Pasti, Rechtsanwalt aus Berlin. Und ich habe meine charmante Münchner Kollegin, Frau Rechtsanwältin Lina Goldbach, bei mir. Hallo Lina. Hallo lieber Niklas. Lina, ich verstehe das nicht. Es gibt ein neues Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Und das sagt doch im Wesentlichen aus, dass der Arbeitnehmer auch dann Anspruch haben könnte auf Auszahlung eines Leistungsbonus, obwohl er gar keine Leistung erbracht hat. Meinen die das ernst oder was? Also ganz so einfach ist es glücklicherweise nicht. Ein bisschen Leistung muss er schon erbringen. Ja. Zumindest muss er mal im Arbeitsverhältnis gestanden haben. Und das steht doch in vielen Arbeitsverträgen, nicht? So, wir vereinbaren, ich weiß nicht, einmal jährlich oder so in irgendeiner Periode, wir vereinbaren ein Leistungsziel. Und wenn du, liebe Lina, das erreicht haben solltest, ja, dann gibt es einen Extrabonus von, sagen wir mal, ich weiß nicht, 25% deiner Bruttovergütung. Und wie ist das? Müssen wir dann eigentlich so eine Leistungsvereinbarung auch tatsächlich abschließen? Genau das war ja hier auch der Fall. Also die Problematik gerade bei diesen Zielvereinbarungen, die dann im Arbeitsvertrag ja undefiniert eigentlich drinstehen, also wo nicht genau gesagt wird, wie schauen denn diese Ziele aus, ist der Arbeitnehmer ja auf den Arbeitgeber angewiesen, dass der eine solche Vereinbarung abschließt. Also jetzt in deinem Fall würde ich sagen, wenn ich dein Chef wäre, ja, bitte 40 Kündigungsschutzklagen im Jahr, ja mindestens. Und bitte davon solltest du, sagen wir mal, 10 oder 15 zu einem unter irgendwelchen Gesichtspunkten günstigen Abschluss gebracht haben. Genau. Und jetzt mache ich das aber gar nicht. Wir haben uns das irgendwie vorgenommen. Aber es kommt gar nicht zu einer Zielvereinbarung. Und was dann? Und was dann? Dann hat der Arbeitgeber Pech gehabt. Nein. Doch. Das wenn heißt, das ist ein Schadensersatzanspruch dann, ja? Genau. Wenn er bis zum Ende des Jahres es nicht hinbekommt, diese Ziele mit mir zu vereinbaren, wobei, wenn er das jetzt am 30.12. des Jahres macht, dann könnte es auch wieder schwierig werden. Aber grundsätzlich die Aussage vom BAG ist, wenn du, lieber Arbeitgeber, es nicht hinbekommst, diese Ziele mit deinem Arbeitnehmer zu vereinbaren, dann entsteht ein Schadensersatzanspruch. Dann hast du es zu vertreten, dass hier keine Zielvereinbarung zustande gekommen ist und der Arbeitnehmer seinen Anspruch auf Bonus, Gratifikation, was auch immer, gar nicht erlangen kann, weil dann ja keine kriege ich Ziele mein bestehen. Geld, obwohl ich gar nichts geleistet habe. Ja, man nennt das, die Juristen wissen das so, Schadensansatz anstelle der Leistung, ja, Schadensersatz statt der Leistung nach § 280 Absatz 1 Absatz 3 BGB, bürgerliches Gesetzbuch. Und dann müsste ich aber klagen, weil der Arbeitgeber wird nicht von sich aus zahlen, so wie ich den kenne. Genau, das ist natürlich das Problem. Und gerade im laufenden Arbeitsverhältnis wissen ja die Arbeitgeber zumeist auch, wer macht das schon. Ja. Also zumeist wird das erst ein Thema tatsächlich bei Beendigung. Ich habe so einen Fall tatsächlich auch gehabt mit einer befreundeten Anwältin, witzigerweise. Mhm. Einer ihrer ersten Arbeitgeber hat genau das gemacht und wir sind damals schon vors Arbeitsgericht in Frankfurt damals gezogen und schon damals war es so, dass auch der Richter dort uns gesagt hat, lieber Arbeitgeber, wenn du keine Zielvereinbarung gemacht hast, jetzt ist das Arbeitsverhältnis beendet, dann kannst du nicht hergehen und sagen, LLH, dann gibt's nicht, sondern dann sagt der Arbeitnehmer zu Recht, du hast es mir sozusagen nicht zugelassen oder du hast es mir nicht erlaubt, mit dir Ziele zu vereinbaren. Und deswegen kriege ich einen vollen Schadensersatz. Aber liebe Lina, also bei dir gibt es ja keinen Zweifel. Also ich weiß, hätten wir Ziele vereinbart, du hättest sie erreicht. Ne? Aber muss denn nicht der Kläger oder die Klägerin irgendwie nachweisen, dass für den Fall, dass wir Ziele vereinbart hätten, dass ich die dann auch erreicht hätte? Vielleicht so mit Verweis auf meine Leistung aus, ich weiß nicht, aus den letzten Jahren oder so. Ich bin und bleibe doch als Kläger beweisverpflichtet. Genau, das ist natürlich die Frage. Aber wie kann ich es denn nachweisen? Ja. Also ich müsste ja zumindest aus dem Arbeitsvertrag heraus irgendwelche Anhaltspunkte haben, wonach sich meine Ziele bemessen könnten und wonach sich dann der Betrag bemisst. Ja? Wenn es jetzt gar keinen Ansatzpunkt gibt, dann wird man wohl auf, ich würde mal sagen, den durchschnittlichen Arbeitnehmer und die durchschnittlichen Zielvereinbarungen der letzten Jahre, weil das könnte schon ein Thema sein. Stell dir vor, das ist das erste Jahr deines Arbeitsvertrages. Ja, genau. Hm, da hast du ja noch vorher gar keine Ziele vereinbart gehabt. Da hattest du auch noch vorher keinen Bonus erreichen können.
dann wird es tatsächlich ein bisschen schwierig, aber dann wird auch deine Beweislast unmöglich. Ja. Also du wirst es ja gar nicht beweisen können. Mich hat dieses BHG-Urteil so begeistert, ja, weil die sagen erstmals so klar, wie ich das bisher nirgendwo gelesen habe, dass der Kläger eine Beweiserleichterung erhält. Ja, also es wird erstmal recht großzügig, ja, davon ausgegangen, bitte wahrscheinlich für den Fall, dass wir uns vereinbart hätten auf irgendwas, wahrscheinlich, wenn du nicht die allertrübste Tasse bist, hättest du die Ziele auch erreicht. Ja, also das finde ich toll. Aber sag mal, Lina, ich habe mich gefragt, als ich dieses Urteil gelesen habe, ist denn nicht auch der Arbeitnehmer irgendwie mit im Boot? Der ist doch auch vertraglich gebunden. Der hätte doch auch irgendwie seinen Chef erinnern müssen. Du sprichst ein Mitverschulden an und sagst, es ist doch ein Schadensersatzanspruch und wir kennen das ja aus dem BGB. Mhm. Wenn ich da selbst aus irgendwelchen Gründen nicht mitgewirkt habe oder auch den Schaden hätte vermeiden können, indem ich mal darauf hinweise, dann kann ich auch hier sozusagen nicht später sagen, ja Moment mal, Hände hoch, jetzt möchte ich das Geld haben. Genau, das ist doch treuwidrig oder jedenfalls gemein. Ja, also tatsächlich ist es so, es ist hier eine Verpflichtung erstmal von Seiten des Arbeitgebers. Also der Arbeitgeber muss erstmal darlegen und beweisen, dass er es nicht zu vertreten hat. Und nur in so einem Fall, würde ich jetzt sagen, kommt man überhaupt zu der Frage eines Mitverschuldens. Ja. Wenn aber der Arbeitgeber noch nicht mal im Ansatz darauf hingewiesen hat oder ein Angebot gemacht hat oder irgendwas dergleichen, ist es nicht die Aufgabe des Arbeitnehmers in dem Fall. Und auch das ist im Urteil klar herausgestellt. Am Ende haben sie ihm 10% dann doch abgeknapst, aber das ist ein übersichtlicher Betrag. Ja. Sag mal, die Betriebsräte selbst, sind die eigentlich so Zielvereinbarungen? Lass mich mal nachdenken. Mhm. Das ist doch mitbestimmungspflichtig, oder nicht? Würde ich auch so sehen. Ja. Da gibt es sicherlich Regelungen. Einmal natürlich bei ganz allgemein, den allgemeinen Kriterien für Zielvereinbarungen, Paragraph 94, ich mich jetzt nicht total. Du weißt doch alles hier, ne? Und tatsächlich könnte man aber auch, wenn das Ganze ja jetzt geknüpft ist an Zahlungen, tatsächlich leistungsbezogene Vergütung, dann im 87. Absatz 1, Nummer 10, Nummer 11. Verankern, würde ich so sehen. Ja. Und dementsprechend, ja, wenn es hier einen Betriebsrat gibt, dann wäre der zu beteiligen gewesen. Ich glaube, in unserem Fall gab es keinen. Aber. Ja, bitte, die WAF hat für Betriebsräte, ja, weil es die ja glücklicherweise dann und wann doch gibt in der Praxis, ein eigenes Seminar für Zielvereinbarung und Leistungsbeurteilung. Spannendes Seminar, habe ich auch schon mal referiert, ja. Deswegen kann ich das wärmstens empfehlen. Vielleicht sehen wir uns da mal. Was mich noch interessiert, wir sind ja inmitten einer Corona-Pandemie. Ja. Und du und ich, wir haben hier schon mehrere Beiträge gemacht, darunter auch Podcasts zu impfrechtlichen Fragen. Der Arbeitgeber hat sich darauf berufen, das hatte jetzt nichts mit Corona zu tun, dass es wirtschaftlich schwere Zeiten für ihn gewesen seien, weshalb er bedauerlicherweise kein Geld habe. Mhm. Gilt das, wie wir in Berlin sagen, als Argument oder ist das rechtlich unbeachtlich, wirtschaftlich schwere Zeiten? Also grundsätzlich gilt das nicht als Argument. Mhm. Ja, Geld hat man zu haben. Dankeschön. Geld hat man zu haben. Das kann man dem Arbeitgeber hier entgegenwirken. Sollte jetzt natürlich sich beispielsweise in der Regelung im Arbeitsvertrag ein Passus befinden, der sich auch ganz klar auf die Geschäftsziele oder ähnliches bezieht, dann könnte das vielleicht ein Argument sein, um, sag ich mal, die Gesamtsumme etwas zu minimieren. Ja. Also den Schaden sozusagen geringer zu halten. Mhm. Weil man sagt, der hätte nie 100% bekommen, selbst wenn er die Ziele erreicht hätte, weil einfach das Geschäftsjahr schlechter war. Ja. Aber zu sagen, deswegen gibt's nichts, muss man halt sagen, lieber Arbeitgeber, es ist ein Schadensersatzanspruch und da kannst du nicht mit deinem Argument wirtschaftlich schlechte Zeit kommen. Lina, es hat Spaß gemacht. Ich muss jetzt sofort nach Hause. Ich muss mal in meinen Arbeitsvertrag reinschauen, ob da so eine Zielvereinbarungsklausel drinsteht. Ja? Denn ich habe gelernt, dann vielleicht mit ein bisschen Glück bekomme ich auch Geld, ohne geleistet zu haben. Oder du hast es geleistet, aber du hast halt die Ziele nicht vereinbart. Geleistet hast du sicherlich. Das waren Lina Goldbach und Niklas Pasti für die WHF. Hat wieder Spaß gemacht.